Servus, willkommen im Forsthaus Ackendorf. Ja, endlich Bäume fällen. Es wird langsam Zeit. Ich habe hier schon mal angefangen. Wir sehen hier noch so ein paar Baumstümpfchen stehen. Wir befinden uns also hier direkt unterhalb des Sägewerks. Das habe ich eben dann dementsprechend dort auch alles schon eingefüllt. Können wir hier mal schauen, inzwischen Holzstämme 62 Liter, also ein bisschen was passt noch rein, sollten wir also auf jeden Fall noch was wegfällen. Und ich weiß, ich habe auch gesagt, dass ich bei Feld 4 noch ein bisschen Bäume fällen möchte, die muss ich dann ja aber sowieso mit einem Holzrücke, mit dem Steperwagen dann eben aufnehmen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich die mit einem Wagen durch die Gegend fahren muss, dann kann ich die auch für den Holzhacker dann verwenden. Und deswegen habe ich hier jetzt erstmal eingesammelt, kann das direkt mit der, wie heißt jetzt das gute Ding nochmal, mit der Zange, mit der Holzzange, Polterzange, so heißt das Ding, eben direkt hochfahren. So mache ich das. Ich gehe hier ran, säge hier einmal um und ich säge jetzt erstmal kräftig ein paar Bäumchen um, weil manchmal kann man die eh noch nicht direkt entasten, weil sie ja erstmal wild durch die Gegend rollen. Natürlich wäre es schön, wenn sie das nicht täten, allerdings würde das Ganze vermutlich mehr auf die Performance gehen, weil dann müsste man den Ästen wiederum Kollision geben, dass die da eben abgebremst werden. Und Kollisionen müssen ja auch wiederum berechnet werden und so weiter und so fort. Ja, Fachchinesisch, womit viele sowieso nichts anfangen können. So, rollt das erstmal alles da runter, ist egal. Hauptsache, wir bekommen es dann irgendwie mit der Gabel nachher noch aufgenommen. Den fällen wir natürlich auch weg. Ja, hier hatte ich sogar ein paar neue angepflanzt. Die sind noch recht klein. Da hatte ich mir hier irgendwann mal eine Palette, weil auf dem Feld, was war es, 25, war kein Platz mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich hier noch ein bisschen was hin. So, wir sägen mal so rüber. Wenn wir also hier so recht gerade sägen, dann ist das so, dass wir davon ausgehen können, der Baum fällt auch wirklich. Das war anfangs noch vor ein paar Patches war das noch nicht so genial. Inzwischen sehen wir auch hier, dieser Fellkeil geht hier automatisch rein und das fällt dann eben nach links weg. Funktioniert alles wunderbar. So, den hier fäll ich auf jeden Fall auch noch weg. Gehen wir erstmal hier so ran. Da haben wir die Markierung. Dann mit der STRG-Taste einmal in die Knie runter, damit wir so tief wie möglich sägen. Und dann würde ich sagen, die Bäumchen reichen erstmal wieder. So, der liegt still. Dann entasten wir mal. Das geht auch ganz flott. Einfach die Säge nach unten halten und über den Stamm laufen. Ja, ob wir hier alles dann eingesammelt bekommen, das wird mal noch interessant, so wie der da liegt. So, hier ist der nächste. Das gleiche in grün, nur diesmal rückwärts. Fangen wir bei der Spitze an. Also es ist inzwischen, ich habe mich anfangs ja auch immer sehr gegen den Forst gesträubt. Inzwischen muss ich sagen, ja, ist immer noch nicht meine liebste Arbeit, aber inzwischen ist er machbar und fängt sogar annähernd an Spaß zu machen. Also ich sag mal, im Real Life mit einer Motorsäge ist schon noch was anderes. Dafür kann man hier natürlich auch wirklich leichtsinnig mit der Motorsäge umgehen, hat nicht die Verletzungsgefahr wie im Real Life, das muss man natürlich auch wiederum sehen. Es ist auch nicht so schlimm, wenn einem mal ein Baum auf den Kopf fällt. Man muss hier, ja, obwohl, man hat glaube ich sogar Helm und so weiter auf. Bin mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. So, hier sehen wir jetzt durch die Hecke kaum. Hier fange ich an, den Baum jetzt in Stücke zu schneiden. Das heißt, hier setze ich mir eine Markierung. Ich habe ja diese Mod drin. Messstab, irgendwie keine Ahnung was. Da mache ich eben Alt, rechte Maustaste. Habe hier meine Nullmarkierung und ich mache hier 5 Meter Stücke. 5 Meter ist mit der Poltergabel recht gut zu transportieren. Das ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Dass man weder links und rechts irgendwo hängen bleibt und auch vom Gewicht her super, dass wir da nicht irgendwie ins Schwanken kommen.
Und jetzt einfache Mathematik. 5 Meter, dann eben 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter die Schnitte. Ich sag mal, das muss jetzt nicht 100% genau sein, weil, ja, wenn die im Sägewerk sind, verschwinden die Stämme ja sowieso im Boden. So, okay, hier geht's noch ein bisschen drüber, dann machen wir ein bisschen weiter hinten, denn die Spitze verschwindet ja dann, dass wir nicht ganz so viel da verschenkt haben. So, Alt-Taste, rechte Maustaste, die Nullmarkierung wieder löschen. Gehen wir an den nächsten Stamm, den sägen wir jetzt mal von der Richtung. So, Nullmarkierung und wieder hier, waren wir schon ein bisschen weit. Ja, 4,99 ist auch okay. Jetzt habe ich hier nur keine Markierung am Stamm, da. Gut, Schritt zurück, 0,03 Meter Unterschied schon wieder gemacht. Aber wie gesagt, das kommt nicht so genau drauf an. Es ist ja hier nur für den groben Transport. Und selbst wenn ich das jetzt mit dem Steper... Ach komm, das sind 16 Meter jetzt. Nehmen wir so auch mit. Die Spitze ist ja auch nicht so schwer. Müssen wir nicht überall die Spitze abschneiden. Sind ja vielleicht auch nochmal ein paar Literchen. Ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird bei den Bäumen. Ob da wirklich auch die kleinste Spitze dann vielleicht nochmal 3-4 Liter gibt. Oder... ob die komplett ignoriert wird. Keine Ahnung. Ich weiß nur, beim Sägewerk, beim Verkauf ist es wohl so, dass es ja weniger Geld gibt, wenn man den Baum am Stück verkauft. Wenn der in ein oder zwei Teile geteilt ist, gibt er schon ein bisschen mehr Geld. So, da können wir auch die Spitze dran lassen. Selber ausgetestet habe ich es jetzt noch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich generell ja immer die Stücke so, ich sag mal, zwischen 5 und 8 Meter, je nachdem, was für ein Transportmittel ich verwendet habe, habe ich die Stücke eigentlich immer gesägt. So, und ich entdecke gerade, dass hier meine Zeitanzeige oben ein bisschen total verrutscht ist im Moment. Das ist aber unschön. Ja, gab gestern mal wieder eine neuere Version oder beziehungsweise vorgestern. Ich konnte es aber gestern erst laden. So, okay, du rollst weg. Dann lassen wir dich erstmal rollen. Machen hier den ersten Schnitt. Hier kann das ja auch durchaus passieren. Und deswegen habe ich eben diese Anzeige rein. Es soll jetzt auch im Multiplayer... die Funktionen schon besser funktionieren. Genauer kann man es natürlich dann nur sagen, wenn dementsprechend die Multiplayer-Tester da dann auch genau ausgetestet haben. Aber so wie das verschoben ist, gefällt mir das noch nicht so ganz. Machen wir mal die Säge weg. So. Also wir können hier auch Temperatur noch dazu, muss ich aber sagen, kann ich jetzt selber nicht unbedingt was mit anfangen. So, was ist hier? Game Day? Naja, der kann eigentlich auch bleiben, aber generell ist das Ganze ein bisschen seitlich verrutscht. Oh, und ich habe hier Position 2. Dann eher Position 3. Position 3 ist drunter, aber Position 1 gefällt mir eigentlich am besten, überschneidet sich aber ein bisschen. Warte mal, wenn ich mal Design wechsle, nee, das bringt nichts. Size wechseln, nee, dann schalte ich es nochmal ganz aus und nochmal ein. Nee, das ist hier irgendwie total verschoben, ist nicht in der Reihe, wie es sein soll. Dann lassen wir es also erstmal weg, muss ich B-Face nochmal Bericht erstatten. Und dann schauen wir das nächste, oh, hier ist auch alles verschoben. Na, dann gab es bei mir wohl irgendein anderes Problem, aber nee, hier sehe ich nichts drin. Vielleicht hier durch das Metermaß. Aber da schaue ich mal später mal das Spiel nochmal beenden, neu starten, mal schauen, wie es dann aussieht. So, da bei 20 Meter, das ist natürlich auch ein richtig langer Klopper. Klar, die Schnitte sind jetzt auch schräg, aber wie gesagt, das ist uns egal. Es geht ja nur, dass wir eben frontladertaugliche Stücke haben. So,
Okay, komm, machen wir die Markierung weg, lassen das erstmal ausrollen. Dann können wir hier bei dem weitermachen. Der ist in... Oh, nee, der ist nicht ausgerollt, denn der kommt wieder ins Rollen. So. Markierung setzen. 5 Meter, da gehen wir hin, zack. Und wow, 10 Minuten haben wir auch schon wieder. Gut, wir haben jetzt natürlich auch 3 Minuten mit der Zeitanzeige verplempert. So, in der Volkshill habe ich noch bemängelt, dass man den Ton nicht separat ausschalten kann. Ja, inzwischen in der Version können wir das auch. Ich glaube, ich hatte da auch zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht die neueste Version, aber ich schaue halt auch nicht täglich nach und wenn mir da dann keiner Bescheid sagt, dann ja, geht dann manchmal die Info verloren, dass es schon wieder eine neue Testversion gibt. Gut, das haben wir. Wo ist das jetzt hingerollt? Hier ist es hingerollt. So, setzen wir hier die 0. Gehen hier etwa auf 5. So, wo haben wir die Markierung? Da. Ja gut, ist jetzt vielleicht dann doch ein Stückel kürzer. Und das Stückel, das sage ich jetzt mal, das kriegen wir auch noch so weg, wenn wir es denn gegriffen kriegen. So lang ist es ja nicht. So, haben wir das hier alles schön weggemacht. Einmal hopsen. Ich denke mal, die hier, die 5 Stück sind, die kommen irgendwann auch noch weg. Jetzt erstmal bleiben sie verschont. Und ich habe hier noch eine Palette. Ich habe hier schon mal meinen Transporter hingestellt. Habe hier eine Palette noch vom Band runtergeholt. Das heißt, wenn die Palette, die da gerade im Gange ist, fertig ist, habe ich genau 8 Paletten, die da auf den Anhänger draufpassen. Und dann kann die Anlage wieder feuchtfröhlich beginnen. Und ja, ich habe inzwischen hier die Kamerawechsel beim Rückwärtsfahren ausgeschaltet. Ich muss sagen, ich beobachte mich dabei, dass ich es immer öfter ausschalte. Ich habe ja halt zur Not auch noch meine Taste am Lenkrad, die ich da so eingestellt habe, dass ich zurückschauen kann. Und ja, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich die Mod rausnehme. Habe hier jetzt zum Beispiel auch Lenkradbewegung, die Lenkradkamera ausgeschaltet. Oh. Da war ich doch noch nicht dran. Hoppala. Weil es mich gerade hier, wenn ich dann so fein dran fahren möchte, oder auch bei den Staplern, wenn ich da fein an die Palette dran möchte, dann ist das teilweise doch ein bisschen hinderlich. Und von dem her bin ich dann doch am Überlegen, ob ich die Mod rausnehme. Zur Not kann ich ja beim Lenken auch mal hier nach links oder nach rechts. Da gibt es ja schon auch noch die Möglichkeit, zumindest bei größeren Kurven da mal rüber zu schauen. So, machen wir mal an. 65 Liter, also wir machen natürlich bis 100 Liter voll. Sollte hier das Holz dafür jetzt nicht reichen, dann wird einer der 5 Bäume oder sogar mehrere direkt noch dran glauben müssen. Sollte es mehr sein, als wir für 100 Liter brauchen, kommt der Rest eben dann ins Lager rein, dass wir ja daneben dran auch noch stehen haben. So, wieder nach vorne. Also, ja, mit Lager, was wir da im Hintergrund jetzt sehen, ein paar sind ja auch schon eingelagert. So, hier eben. Dann kommt der Rest da oder beziehungsweise würde ich jetzt, glaube ich, sogar zuerst das Lager voll machen, weil man hier natürlich etwas angenehmer reinfahren kann. Hier ist dann mit dem Hackschnitzelbunker und den Palettensammler dann doch ein bisschen enger. Und von dem her würde ich das eher als Reservelager nutzen. So, und oben an meiner... ja, an der an der Kartonfabrik, so, jetzt habe ich das Wort. An der Kartonfabrik sind auch die Paletten inzwischen wieder fertig. Das heißt, da kann ich jetzt auch demnächst wieder leer machen.
Ich habe übrigens die 10 Kartons, die ich mit dem Stapler mal beiseite gestellt hatte, die habe ich inzwischen abgeholt. Die habe ich bei den Gewächshäusern eingefüllt. Das heißt, wir können mal schnell hinspringen. Habe da halbe gemacht. 5 bei Salat, 5 bei Pilze. Und dementsprechend sehen wir hier, die Paletten, die sind schon in der Mache. Und es ist sogar schon jeweils eine fertig, was mich jetzt nur gerade ein bisschen irritiert. Die Salat hatte einen Ticken vor Pilze angefangen, aber Pilze, die zweite Palette ist jetzt schon wieder ein paar Liter weiter. Habe ich da unterschiedliche Herstellungsgeschwindigkeit eingestellt? Kann ich mir eigentlich jetzt nur so erklären. Ansonsten Verbrauch und so weiter sollte eigentlich identisch sein. Aber vielleicht ist auch nur die Anzeige jetzt noch nicht hundertprozentig aktualisiert. Ich weiß es nicht. Ah, nee. Ja, das ist verdreht. Einmal ist der Abfall oben und einmal die Palette oben. Das war's. Okay. Also Pilze ist doch hinten dran. Gut. Aber die beiden laufen eben damit. Und ja, Leerpaletten müsste jetzt auch bald wieder voll sein. Das heißt, wenn ich mit dem Holzfällen fertig bin, ich möchte also erstmal Holz fällen, solange ich noch ein bisschen Helligkeit hier im Spiel habe. Paletten von A nach B fahren kann ich auch mit dem Traktor Licht an im Dunkeln. Und von dem her, also jetzt erstmal Holz fällen. Mal schauen, ob ich da vielleicht bis 8, 9 Uhr, also 20, 21 Uhr dann fertig bin. Und ja, dann werden hier die Bretterpaletten hochgefahren. Dann werden oben Leerpaletten, die bis dahin auf jeden Fall dann auch fertig sind. Und die Kartonpaletten wieder runtergenommen. Ob ich die jetzt direkt schon verteile, muss ich dann mal sehen, je nachdem wie spät die Ingame-Zeit dann eben auch ist. Ansonsten stelle ich es nur erstmal wieder zur Seite und versuche es dann am nächsten Nachmittag zu verteilen. Wie gesagt, da schauen wir mal genau. Und ja, Salat darf erstmal herstellen, darf erstmal alles voll machen und dann können wir da immer noch gucken. Und ach so, bei den Mastanlagen habe ich noch die Eierpaletten abgeholt. Die stehen in der Nähe von der H2-Fabrik, müssen aber eben noch reingefahren werden. Also die habe ich da gerade vorm Tor abgestellt und muss dann eben mit dem E-Stapler hin, muss die reinholen. Ich bin auch leicht am Überlegen. Oh, jetzt rollt er weg. Den habe ich nicht erwischt. So. Jetzt haben wir. Ich muss auch noch überlegen oder bin am Überlegen, ob ich mir noch einen zweiten Elektrostapler hole und dementsprechend da bei H2 eben in der Halle auch noch einen drin habe, dass ich nicht von dieser Obst- und Obstproduktion, wo ja vorne dran die Fleischproduktion dann ist, aber die ist ja außerhalb, dass ich da nicht jedes Mal mit dem Stapler hin und her fahren muss. Das, ja, werden wir aber noch ein bisschen abwarten. Ein bisschen Geld haben wir ja. Es ist was weniger geworden, denn ich habe ja dreimal ein Kottefass voll mit Sprit mir an der Tanke gekauft, damit eben mindestens eine Kottofüllung oder mindestens 20.000 an Sprit pro Gewächshaus vorhanden ist, damit die eben auch alle das Ganze haben. Was man natürlich noch sehen ist, Flüssigdünger fehlt mir auch noch ein bisschen. Aber auch der wird ja kräftig produziert im Moment. Habe ich den hier? Ja, habe ich hier sogar an der Anzeige. 13.750 Liter sind da auch schon wieder fertig. Also es geht alles voran. Was hier aber jetzt zu Ende geht, ist die Folge. Fast 20 Minuten. Wow, Wahnsinn. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.